weiß, schön ist anders. Dunkel wäre es jetzt auch nicht so schlecht. Mein ganzer Schwollschädel deckt die Linse zu. Und wenn du weggehst, wird es auch nicht besser, gell? Ja, dann müssen sie durch. Stehe ich da. Ich darf es gerne mal weitergehen. Ich kann trotzdem. Weißt du was, wir beschenken jetzt Menschen. Aber sie müssen über 18 sein. Ja, okay. Wer ist über 18? Hand hoch, über 18. Möchtest du das haben? Ich weiß nicht, was drin ist. Es wurde uns zugetragen. Guter Luder. Ja, vom Guter Luder. Magst du es? Ja, das ist vom Guter Luder. Hier steht Guter Luder drauf. Magst du es haben? Vom Guter Luder. Magst du es haben? Ja, dann erstmal das. Trinkt sie mal, Stampe, fangt's an. Du bist auch schon über 18, oder? Schaust du aus. So, bitteschön. Und jetzt das. Und das auch noch, bitteschön. Es ist wieder bei auf der Messe, gell? Einfach kriegen. Ja, da musst du jetzt durchbauen. War er gut? Lecker war er. Lecker war er. Das heißt nicht lecker, das heißt gut. Gut war er. Gut war er. Lieber den ersten. War da irgendwas drin, oder? Gut. Der Gast ist im Scheißhaus. Danke, Moni. Danke, Moni. Was ja für Gäste. Plural. Er hält das Scheißhaus. Nina. Er kommt raus. Nina Axel Mons. Von Trachtenhangermeier. Die Eileen. Eileen. Miss Hofbräu und Wiesen Playmate. Haben die. Axel. Ich muss dir gleich mal was und zeigen, noch Axel. Eine. Wer bist du? Anna-Maria. Hallo. Hallo, Anna-Maria. Wer bist du? Was ist denn das? Das ist doch die Oberpfälzerin. Ist nicht von dir. Nee. Kann nicht von dir sein. Nee, kann nicht von mir sein. Aber was kann man denn da machen? Thomas. Ich klebe mal ganz einfach, kein Problem. Aber die habe ich schon mal geklebt, auf der anderen Stelle. Ich klebe es nachher nochmal. Und morgen bringe ich dir ein anderes Paar. Ist nicht von dir das hier übrigens. Kann nicht von uns sein. Nee, nee. Ich habe ja ein eigenes mitbekommen. Kann nicht von uns sein. Kann nicht. Nee. Wir haben die seit 20 Jahren, glaube ich, Sortiment stellen die selber her. Wir haben da nie eine Reklamation. Nein, die nicht von dir. Was ist das bitte hier? Soll ich gehen oder? Nein. Neu bleiben? Du passt ja wunderbar in diese. Ist ja old Playmate am anderen. Das ist ein unfassbar. Playmate Ensemble, Doreen, Anna-Maria aus München, Verena aus der Wein, Oberpfalz. Ist das so? Ist die der Knaller? Playboy. Playboy. Was? Du bist der Playboy, woher? Ja. Playboy aus München, aus dem Max. Name Max, genau. Das ist die wunderbare, wunderbare Wiesen-Playmate. Der Vorname? Denise. Denise. Denise Kotte. Und dann haben wir die Eileen. So, ich kann es mir schwer merken, ich bin gerade aus der Konzentration. Axel, bitte. Jetzt sind wir in der Pracht da. Wir wollen, ich weiß jetzt nicht nur über Schönheiten sprechen, sondern auch, was Schönheiten hervorhebt. Ja. Da bist du natürlich zur Wiesenzeit der Experte. Ich sehe hier traditionell wunderbare Blusen, fällt mir auf. Ihr habt so schöne Blusen. Also das ist alles wunderbar berandet, nenne ich das Ganze. Ja. Ist das der Trend, Axel? Das sagt die Nina mal. Nina! Also wir haben dieses Jahr natürlich, wie man sieht, wunderschöne Pastellfarben. Ja. Beispielsweise bei diesem Seidendirndl mit Eyecatcher-Schürze. Oder auch hier wunderschöne Hummerfarben. Was absolut toll ist, sind ganz tolle Lurex-Fäden, die verarbeitet sind und dass es richtig schön schimmert. Ich werde verrückt. Und dann gibt es natürlich wie bei der Anna-Maria zu sehen. Richtig. Macht einen sehr schönen Hals. Ist absoluter Trend dieses Jahr. Sieht richtig toll aus. Nicht nur der Hals ist dabei betont. Auch das andere, liebe Denise. Aber man soll es ja auch betonen. Jawohl. Je fraulicher, desto besser. Absolut. Was macht ihr denn, Axel, mit Frauen, die oben vielleicht nicht so ganz, weißt du, das mitbringen? Dirndl-BH. Richtig schön. Jawohl. Hoch, oder? Was kann man sonst noch alles wunderbar hochbringen im Dirndl, was vielleicht nicht natürlich vorhanden ist? Ein Dirndl ist perfekt dafür, oder? Absolut. Also ich glaube, jede Frau sieht im Dirndl traumhaft schön aus. Ja, Axel, so schaust du, gell? Schau doch. Ja, ich gehe mal nach hinten, nehme das mal vor. Nein, aber wie ist es denn bei den Burschen? Ich meine, der Onkel ist ja auch wunderbar hier präpariert. Ja. Und auch der Max. Was ist bei den Jungs gerade Trend? Ich stelle mich dazu. Ja, geh du daher. Was ist bei den Buben? Okay. Ja, also auf jeden Fall diese Lederhosen,
die Lederhosen, die ein bisschen abgefuckt wirken, also so als... Was? Nein, das so als, bayerisch, ob, oder? Als ob sie Erbstücke sind, ja. Also so Vintage. Behandelt sind, als ob sie schon ewig getragen sind, weil man will ja eigentlich nicht ganz neu aussehen, ja, bei den Hosen. Was ich wunderbar finde, das habe ich beim Open auch schon wahrgenommen, die in allen Farben vorhandenen Läufer. Genau. Ja? Es ist auch sehr in. Ja, ja, in allen Farben, das ist toll. Da kann man auch die Vereinsfarbe wählen, je nachdem. Es ist einfach herrlich. Ich habe sie in Pink. Und was für ein Verein ist das? Pink ist FC Offenburg, oder? Keine Ahnung. Bleibt mal schön in dieser Pracht stehen. Ich muss gleich mit dem Oberpfälzer Mädel noch reden, mit der Verena. Okay. Ja, Miss Playboy. Ich so, möchte auch so eine Berry. Pflege haben. Ja. Roro Türen und Fenster. www.roro-online.com. Die clevere Wahl. Präsentiert Berry Werkmeister. Also ich habe die Aufgabe gekriegt, dass ich mit diesem kleinen Spielzeug den Damen in den Ausschnitt schieße. Und das mache ich natürlich jetzt auch. Ja? Es gilt darum, 5 zu fangen. Ich gebe mir Mühe, ihr gebt euch Mühe, wenn ich 5 getroffen habe. Die am meisten aufgefangen hat, die kriegt man wie's nur. Sind wir bei uns? Ja. Höchstpersönlich. Mit Handschweiß. Genau. Achtung. Gut, es geht los. Vorsicht. Großer Ausschnitt. Ah, einer daneben. Halt. 2. Einmal drin. Achtung, so, du darfst die Hand schon dazu tun. Ja, du darfst schon ein bisschen mehr machen. Achtung und. Yeah. Das wird, ich spüre das. Ich spüre das, das wird eine gute Runde. Eine Gewinnerrunde, jawohl. So, damit hätten wir jetzt ein 2-1-1. Ja, geht gleich weiter. So, nächster. Jawohl. Und nochmal. Ja, du hast natürlich ein riesen Hemd da oben drin, gell? Das ist schon. Kannst du auch machen. Achtung und. Jawohl. Schau mal, wie sie sich hinstellen. Oi, 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 oi. Jawohl, der ist drin. Jawohl. Oh, oh, der ist daneben gegangen. Jetzt kommt die schwere Aufgabe. Jetzt kommt, ihr müsst steuern und ich drück ab. Okay, Achtung und. Weiter links, weiter rechts. Passt. Der war nix. Gut. Pass. Ja. Auch nicht. Richtig. Ja. Oh. Irgendwie ist das ein schwieriges Spiel für mich. Ich bin abgelenkt. Und damit würde ich sagen, die Siegerin steht natürlich fest. Die Yvonne, schau mal her, du kriegst mein Wissen nur. Auf das dir die Zeit läuft. Schau schon her. Handgelenk passt. Das ist ein bisschen groß, aber das kann man ja auch noch kürzen. Ja, das machst du selber. Und jetzt habe ich mein Kinderspielzeug, schau mal her. Und Kinderspielzeug ist für Kinder, ja? Und deswegen soll ich auch Kinder spielen. Da, das schenke ich dir. Nein, ja. Was bist denn du für Kavalier? Da, das für die junge Dame. Du kriegst das Kleine, da schau her. So, servus, bis morgen. Falls Sie sich gerade überlegen, Herrschaftszeiten, die kommen mir doch bekannt vor. Die Hälfte ja, aber vielleicht ungewohnt in Kleidung. Nein, nur bedingt, nicht alle. Ja, ich sag doch die Hälfte. Allerdings da muss man sagen, das muss man auch zeigen, was da so auch drunter ist. Das ist die Verena Stange aus Weiden, ja, in der Oberpfalz. Du sagst es gerade so, als würdest du dir sofort noch ein Butterbrot schmieren. Ja, ich fühle mich so fast als Mama. Es liegen ein paar Jahre zwischen uns, man sieht es auch, aber ich gönne es dir von Herzen. Nee, wirklich, ich habe mich so gefreut, dass sie so, weißt du, in Nackert halt drinnen ist. Ja. Aber es schaut halt auch sensationell aus. Schauen Sie, auch angezogen. Fühlst du dich angezogen genauso wohl wie also anders? Ja, natürlich. Aber wie ist denn das dann so, wie das brave Oberpfälzer Mädel eben, dass man angesprochen wird und dann heißt so, ich hab dich gesehen. Es gibt ja manchmal auch so Kommentare, die könnte man sich dann auch sparen. Nein, nicht. Wirklich? Also, ich weiß ja, was hinter meinem Rücken passiert ist, aber also ich habe mir das gerade in unserem kleinen Weiden, da wird es bestimmt für einigen Aufruhr sorgen. Ja. Aber ich habe eigentlich echt nur positive Kommentare gehört. Das hat mich so gewundert. Ja, ich habe es ja gesehen, es kann ja nur positiv sein. Denise, mal ehrlich, du als aktuelles Wiesn-Playmate, glaubst du nicht, dass die Frau Schieder nicht auch Playmate-Qualitäten aufweisen könnte? Ah, freilich. Ah, mit Sicherheit. Gut, schaust du da hoch? Tina, wer jetzt Figur dann so tolle aussehen. Ausstrahlung. Aussehen. Mal ehrlich, nein, in so einem Dirndl auf der Wiesn.
Ja, wie sind die Reaktionen? Ja, schön. Weil, ich meine, Dirndl hat ja heutzutage schon jede Frau auf der Wiesn an. Aber das von Angermeier ist natürlich schon besonders schön. Und nee, merkt man das? Ja. Ja, in den Reaktionen. Also, ganz ehrlich, also ich habe schon viele Fragen gehört. Mensch, wo hast du denn ein Dirndl her? Ja. Das geht auch dir so, Axel, oder? Ja, mir fragt auch immer, wo ich mein Dirndl her habe. Ja. Ja. Gibt es Menschen, die dich fragen, sagen sie mal, wo haben sie die schönen Lederhosen her und wissen gar nicht, wer du bist? Ja, das gibt es auch. Mein. Und was sagst du dann? Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Aber weißt du, was noch lustiger wäre? Wenn jemand auf ihn zukommt und sagt, ja, ist okay, aber weißt du was? Was Gescheites kriegst du vom Angermeier? Ja. Gab's das schon mal? Meine Damen, Herren, es war uns ein inneres Blumenpflücken, aber auch eine Augenweide für wenige Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Wiesn. Ein paar Schuhe. Oh, wie schön ist das denn? Einmal für die Dame. Guck an. Was ist das? Geschmeide? Geschmeide. Geschmeide. Das musst du dir um den Oberschenkel schnallen, glaube ich. Was da Umi, das kommt nicht so um. Was ist das? Das ist fürs Handgelenk. Jawohl. Was ist das? Oh, schau her. Na, bei der Schieder passt das auch über den Oberschenkel, sag ich doch. Das ist doch klar. Logisch. Aber schön. Was kriegt der Onkel? Ich krieg ein paar Schuhe. Ja, was Schuhe? Wie kriegst du das? Wo beim Eisstockschießen, wo ja nie... Ich bin, Entschuldigung, bei den Siegern ist... Wer ist denn Weltmeister? Ich bin aktueller Eisstock-Weltmeister in Tracht, ausgerichtet vom Angermeier jedes Jahr. Aber damit du nicht frierst, wenn du den Pokal überreicht bekommst, kriegst du eine schöne... Ja. Danke, Axel, für nichts. Ihr habt es nur schöner gemacht. Schöner, ja. Noch schöner.